Ein Fahrzeug, was uns in unserem Portfolio auf dem YouTube-Kanal noch fehlt, ist der Detlefs Just Cam 6812. Ist ein Fahrzeug unter 7 Meter. Unter dem Just Cam, das ja auch ein schönes Design auch hat, aber eher im Einsteigersegment beheimatet ist. Und das Video zeige ich euch heute. Ich freue mich drauf und los geht's. Starten wir mal hier bei der Front. In dem Fall der Citroën beim Just Cam. Den kriegt ihr auf Citroën oder Opel Basis. Ich persönlich würde da eher zur Citroën-Basis neigen. Das ist aber meine persönliche Einstellung. Hier haben wir schwarze Alufelgen noch mit dabei, sind in einem Paket mit drin. Und dann haben wir eigentlich beim Just ein sehr schlichtes Design, kann man sagen. Also hier mit den schwarzen Linien hier ringsherum. Ich mache mal die Tür zu. Fenster eigentlich auch ganz gut eingesetzt. Markise in Weiß und generell einfach sehr einfach gehalten. Denn das ist auch das Konzept des Fahrzeugs. Ohne viel Schnickschnack, aber trotzdem irgendwie alles drin, was man brauchen kann. Durch den Grundriss fällt die Heckgarage ein bisschen kleiner aus. Wir haben jetzt hier eine Breite von ca. 80 cm. Genauen Maße packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Höhe müsste jetzt ca. 1,20 Meter sein. Zusätzlich noch Stauraum hier. Dann in der Mitte noch die Möglichkeit, was reinzuladen. Wir haben links und rechts unsere Fazurösen und immer ganz gut hier oben die Markisenstange einmal eingeklipst. Ja, ansonsten schönes Design. Von hinten können wir jetzt nicht so viel sehen. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz drauf. Ne, kann man gar nichts sehen tatsächlich. Aber der Josh blendet euch einfach mal kurz das Heck nochmal ein, sodass ihr es euch anschauen könnt. Kommen wir mal zu den technischen Daten. Das Fahrzeug startet bei einem Grundpreis von 68.499 Euro. Wir haben jetzt in dem Fall die Alufelge für 1.000 Euro noch mit drin. Wir haben das Chassispaket mit drin. Da ist jetzt zwar so Kleinigkeiten wie das LED-Tagfahrlicht drin, was man nicht zwingend braucht, aber Lederlenkrad und Schaltknauf. Die Fahrerhaus-Klimaanlage ist automatisch, also ist jetzt kein Muss-Paket, aber dennoch irgendwie ein paar Gimmicks, die ganz sinnvoll sind. Gerade das Lederlenkrad ist nochmal deutlich entspannter, wenn man vor allem, wenn man mal ein bisschen mehr rangieren muss mit dem Fahrzeug. Family-Paket ist jetzt eher so ein Thema Muss-Paket. Da sind so Kleinigkeiten drin, wie das Ausstellfenster in der T-Haube. Ihr habt nochmal eine zusätzliche Dachhaube, die ganz wichtig ist. Der Bettumbau Einzelbett zu Doppelbett ist dabei. Die L-Sitzgruppe ist dabei. Der absenkbare Tischfuß. Also das wäre wirklich nicht so schlau, dieses Paket rauszulassen, weil da wichtige Sachen einfach drin sind. Im Paket X bekommt ihr dann noch die Rückfahrkamera und die Markise mit dazu. Alles zu circa Aufpreis von 1.500 Euro. Dann haben wir in dem Fall hier noch das elektrische Hubbett drin. Das heißt, 4-Personen-Fahrzeug. Und dennoch sind wir hier mit 3,5 Tonnen eigentlich immer ganz gut dabei. Und wie gesagt, Kleinigkeiten, Abwassertank isoliert, so auch noch mit dabei. Wenn ihr das alles zusammennehmt, dann sind wir bei einem Preis von circa 80.000 Euro. Listenpreis wohlgemerkt. Da geht natürlich noch das ein oder andere. Wir packen euch mal so ein paar Angebote, die wir gerade bei uns auf den beiden Handelsplätzen haben, unten in die Videobeschreibung rein. Klickt da gerne mal drauf. Technische Daten, wir haben eine Länge von 6,96 Meter, eine Höhe von 2,94 Meter und eine Breite von 2,33 Meter, also gute Reisemobilmaße. Und an für sich eigentlich auch so das Kompakte, was ihr eigentlich braucht, alles drinne. Und das oder davon überzeugen wir uns jetzt mal, wenn wir reingehen. Unsere Gümer Outdoor Days Hausmesse in Mannheim und Wertheim vom 12. bis 14. April bis zu 20% auch im Fahrzeugbereich und das Ganze begleitet von einem tollen Rahmenprogramm. Mehr Infos hier unten. Vom Design her haben wir tatsächlich einen Unterschied zum Just Go. Der Just Go ist vom Holzdekor etwas dunkler, da wird mehr mit Filz gearbeitet. Hier haben wir dieses Tip Printed in Grau, das ist auch eine Dekorfolie und die Klappen hier sind nicht dunkelgrau, sondern weiß mit dem Holz noch mit dabei. Ich persönlich finde das Zusammenspiel aus Holz und diesen Grautönen eigentlich echt schick. Der Boden ist in dem Fall auch keine Holzbodenoptik, sondern eben eine Betonbodenoptik. Dann noch mal ein paar Kleinigkeiten zum Citroën. Den finde ich persönlich als günstige Alternative echt stark, weil er eigentlich genauso wie der Fiat drauf ist. Ich habe auch schon mal beim Ford gesagt, die Oberkante an der Windschutzscheibe, die stört mich ehrlich gesagt. Die haben wir beim Citroën auch. Allgemein ist der Citroën auch ein bisschen lauter als der Fiat. Wenn ihr zum Fiat greifen wollt, dann seid ihr vielleicht beim Trend ganz gut aufgehoben. Absenkbarer Tischfuß ist dabei. Das heißt, ihr könnt aus diesem Bereich hier nochmal ein Bett machen, euch das nochmal zusätzlich schön machen. Wie gesagt, wir haben hier eine Stoffoptik noch mit dabei in so einem grauen Stoff, was das Ganze dann auch sehr freundlich wirken lässt. Alles in allem einfach ein typischer Detlefs. Also Preis-Leistung ist echt in Ordnung und dafür halt keinen großartigen Schnickschnack drin, den wir vielleicht nicht zwingend brauchen. Fenster in der T-Haube immer ganz wichtig. Dann haben wir links und rechts noch Ablagemöglichkeiten. Hier vorne nochmal so eine kleine Hutablage. Da habt ihr auf jeden Fall dann noch Stauraummöglichkeiten vorne. So, dann
zeige ich euch mal ein bisschen was zum Stauraum hier. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kleiner. Da ist dann übrigens die Notentregelung oder beziehungsweise die Notkurbel, falls die Elektronik vom Hubbett mal versagen sollte. Ich habe jetzt auch beim Hubbett eine gute Stehhöhe. Ich bin 1,88 groß. Wenn ich meine Schuhe aus habe und mich aufrecht hinstelle, dann komme ich gerade so oben hin. Also ich Stehhöhe sollte hier so circa 1,90 Meter sein, wenn nicht sogar ein bisschen mehr unter dem Hubbett. Wenn das Hubbett wegfällt, dann habt ihr natürlich noch mal ein, zwei Vorteile mehr. Da auch noch mal eine kleine Klappe drin. Hier im Eingang haben wir übrigens noch eine Beleuchtung, die ich noch angemacht habe gerade. Dann eben hier unser Bedienpanel, ganz klassisch. Extra breite Eingangstür, in dem Fall im grauen Design. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Sitzgruppe. Ich gucke jetzt, ich setze mich jetzt einfach mal hin. Ist jetzt auch ein bisschen kleiner gestaltet als beim 7055, bilde ich mir ein. Trotzdem irgendwie ganz gut Platz. Ich finde bei Detlefs und Hümer, da haben wir immer sehr bequeme Sitzgruppen. Da ist die Lordose immer ganz gut gestützt. Und da merkt man einfach, dass da einfach eine gewisse Qualität hinter den Polstern steckt. Hat dann auch meistens so ein paar positive Auswirkungen auf die Langwierigkeit von solchen Polstern, sage ich jetzt mal. Spüle ist dabei. Hier zusätzlich noch ein kleines Fach unter der Spüle. Dann unseren Zweiflammkocher von Can oder CAN. Ist immer der Running Gag, dass ich nicht weiß, wie man die Firma ausspricht. Dann eben hier noch ein Fenster in der Küche, eine natürliche Dunstabzugshaube. Stauraum haben wir hier oben. Das hier ist kein Stauraum, das aber bitte hochklappen, wenn ihr das Bett runterfahrt. Wie das Bett im runtergefahrenen Zustand aussieht und wie viel Platz ihr oben drin habt, das zeige ich euch. Ihr könnt es prinzipiell immer auf jede Größe einstellen. Das heißt auch ein bisschen runter machen, sodass man oben drin schlafen kann, aber unten vielleicht noch sitzen kann, sich das ein oder andere noch durchlesen kann. Dann bei der Küche Stauraum, Besteckkasten. Dann haben wir hier noch Schubladen. Einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Unter der Küche hier eben auch. Nochmal eine kleine Stauraummöglichkeit. Dann haben wir hier unseren Kühlschrank. Slim Tower in Aluminiumoptik, 142 Liter mit Frosterfach. Unterm Kühlschrank noch eine kleine Stauraummöglichkeit. Und dann sind wir tatsächlich schon am Bad angekommen. Einmal raumhoher Spiegel, wo wir uns gerade sehen können. Und dann eben hier nochmal unser Kombibad. Ist bei Detlefs ganz easy gelöst. Wir haben hier so einen kleinen Penüpsel, was wir lösen. Dann stelle ich mich jetzt mal hier rein. Stehhöhe ist top, ist wirklich klasse sogar. Also nicht nur top, sondern echt gut. Kann hier sehr gut drin stehen. Kann mir das auch gut vorstellen. Habe hier noch einen kleinen Vorhang zum Abdichten des Ganzen. Also wirklich echt ein schönes Bad, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht ganz so klinisch weiß gehalten, wie man das von einem Bad gewöhnt ist. Vor allem, weil wir hier dieses Tip printed haben. Und jetzt kann man es vielleicht mal sehen, das hat wirklich so eine leichte Struktur und fühlt sich echt schön an, gerade wenn man so mit der Hand mal drüber fährt. Also Wertigkeit ist da natürlich auch ein bisschen gegeben. Dann setze ich mich mal auf die Toilette. Da habe ich echt Platz, muss ich sagen. Links und rechts Platz, Beinfreiheit Platz, top. Waschbecken ist auch gleich mit dabei. Hier hinten noch ein bisschen Stauraummöglichkeiten und hier dann auch noch mal ein kleines Fächlein, wo ich Sachen reinladen kann. Ansonsten haben wir links und rechts unter dem Bett sehr viel Platz. Also das ist mal ein riesengroßes Fach. Leider kann ich das Lattenrost nicht hochheben. Matratzenstärke ist top, Lattenrost ist dabei. Ist auch schön durchlüftet, wie man sehen kann, weil es einfach ein bisschen aufsetzt. Das heißt, die Luftzirkulation findet auf jeden Fall statt. Hier haben wir dann auch nochmal Stauraum, sehr viel sogar. Wie gesagt, in dem Family-Paket ist hier der Bettumbau mit dabei. Das heißt, ich kann das Ganze zum Doppelbett machen. Und die Maße bei den Einzelbetten ist generell auch nicht schlecht. Das gucke ich mir jetzt mal an. Ich ziehe dafür mal meine Schuhe aus, lege mich einfach mal hier hoch. Die rechte Seite ist länger als die linke Seite. Und trotzdem passt die linke Seite für mich. Da müsste ich jetzt so eine Bettenlänge von 1,95 Meter haben. Also passt auf der rechten Seite noch mal ein Stückchen länger. Müsste 2,05 Meter sein oder 2,10 Meter. Und natürlich, wenn ich es dann zum Doppelbett umbaue, eine riesengroße Breite. Ich finde auch die Farbabstimmung hier sehr freundlich. Ich finde, der Just Camp, der passt einfach von der Preis-Leistung her.
Die Decke ist jetzt hier in weiß, erinnert ein bisschen an den neuen Trend. Der neue Trend ist aber noch mal dunkler, noch mal ein bisschen schicker, hat einen holzfreien Boden, hat einen stufenlosen Aufbau und hat dann eben den Fiat mit drin. Das haben wir beim Just Camp jetzt eben nicht. Aber dafür ist der Just Camp mit dem Citroën einfach auch noch mal ein bisschen günstiger. Ne? Und dann hier Citroën. Dann eben hier noch mal die beiden Stauraumfächer. Links und rechts haben wir dann eben auch Fenster. Das heißt, einmal hier und einmal da. Und oben nochmal ein größeres Dachfenster. Das heißt, es kommt viel Licht rein. Einziges Manko, aber das ist in der Klasse eigentlich normal. Wir haben keine Schiebetür, sondern in Anführungszeichen nur einen Vorhang. Wenn ihr eine Schiebetür haben wollt, dann seid ihr vielleicht im Trend besser aufgehoben. Preis-Leistung top, wie gesagt, so circa 80.000 Euro müsst ihr für den Just Camp berechnen. Nochmal 10.000 Euro weniger, als es vielleicht beim Trend der Fall ist, gerade im teilintegrierten Bereich. Trotzdem freue ich mich mal über euer Feedback. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr so zu schreiben habt. Also gerne mal in die Kommentarspalte schreiben. Freuen uns über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kleiner Spaß am Rande. Auch gerne noch den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis bald.